Yo moin, hier ist der Angelus. Willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt hier auf meinem Kanal, Dark Souls 3. Und Leute, die schon länger auf meinem Kanal unterwegs sind, wissen, dass ich zu Spielen eigentlich immer viel, viel zu erzählen habe, wenn ich ein neues Projekt anfange oder mich da sehr viel mit befasse und so weiter. Bei Dark Souls sieht es jetzt ganz anders aus. Das ist für mich was ganz, ganz Neues. Ich habe noch nie ein Souls-Teil gespielt. Teil 1, 2 nicht gespielt. Bloodborne auch nicht gespielt. Also von dieser Spielereihe gar nichts. Ich kenne mich null aus. Die Musik ist ja mal so übelst geil hier, oder? Da möchte man ja fast gar nicht rüberquatschen. Na gut, Leute. Ich bin also quasi ein richtiger Dark Souls-Neuling. Dachte mir aber gerade, ach, das Spiel ist neu und einige Leute haben mich darauf angesprochen, wärst du vielleicht auch mal ein Dark Souls Let's Playen? Und dann dachte ich so, okay, ich versuch's mal. Ich werde mich dann noch mit der Story ein bisschen befassen. Es gibt ja auch so Videos, wo man sich nochmal anschauen kann, was in den anderen Teilen passiert ist für die Story. Über den dritten Teil jetzt, weil ich den jetzt selber spiele, möchte ich mich nicht spoilern lassen. Aber wie gesagt, ich kenne halt die Story nicht und das gefällt mir selber immer nicht, wenn ich ein Spiel spiele und mich da nicht so auskenne. Deswegen möchte ich immer schon wissen, worum es überhaupt geht. Muss ich mich noch mit befassen, wie gesagt. Also wenn ihr einen richtigen Dark Souls-Anfänger zusehen möchtet, dann seid ihr hier genau richtig. Und ich starte jetzt hier das neue Spiel Dark Souls 3. Yes, indeed. It is called Lothric. Where the transitory lands of the Lords of Cinder converge. In venturing north, the pilgrims discover the truth of the old words. The fire fades, and the Lords go. Saint of the Deep. Farron's undead legion, the Abyss Watchers. Lord of the profaned capital. Yon the giant. Will abandon their thrones. And the unkindled will rise. Nameless, accursed undead, unfit even to be cinder. So it is that Ash seeketh embers. Na, das war doch mal eine sehr mystische Einleitung hier. Schöne Atmosphäre gewesen. Die Sprecherin hat mir ganz gut gefallen.
Aber um was es da jetzt genau ging in dem Video, wie gesagt, ich kenne mich mit Dark Souls überhaupt nicht aus. Aber diese Pilger, die da am Anfang da rumgelatscht sind, waren doch kein nicht menschlich, oder? Die hatten so irgendwie so Glimmer, also Glutglimmer an der Haut und so. Sehr mysteriös. So, jetzt geht's in die Charaktererstellung. Schauen wir mal, wie ich mich hier mache. Also Geschlecht männlich auf jeden Fall, Alter kann man ja auch erwachsen stellen. Klasse, das wird schon interessanter. Was soll ich hier spielen? Ein Ritter gibt es hier, ein obskurer Ritter von schlechtem Ruf. Brach beim Durchstreifen des Landes zusammen. Sehr zäh und belastbar mit robuster Rüstung. So ein, der ist wahrscheinlich vielleicht für einen Anfänger gar nicht so schlecht, weil der halt viel aushält mit seiner Rüstung, aber ich mag es nicht so, mit so einer kompletten zugebauten Klapperrüstung da rumzulaufen. Söldner könnte vielleicht ganz nett sein. Ein Söldner und Veteran der Schlachtfelder kann dank seiner Geschicklichkeit 2 Krummsäbel meisterhaft führen. Also Geschicklichkeit hat er ganz gut. Ja, könnte mir gefallen. Nachfahr der Krieger des Nordens, berühmt für ihre Muskelkraft, nutzt seine Kraft, um eine schwere Kampfaxt zu führen. Ist vielleicht auch gar nicht so übel. Großes Schild, große Axt. Du musst ja aber die ganze Zeit mit einer Axt zocken, ne? Glaube ich. Oder ich weiß nicht, ob ich später noch Waffen wechseln kann, einfach so. Oder ob der auf Axt spezialisiert ist oder sowas. Einstiger Herold, der eine begonnene Mission beenden will, führt einen robusten Speer und vollbringt sanfte, heilerische Wunder. Ja, wenn man sich so heilen könnte, ist es, glaube ich, nicht so schlecht, aber mit Zaubern und so weiter möchte ich mich eigentlich noch gar nicht so richtig mit beschäftigen. Ich will einfach nur einen einfachen Charakter wählen, um erstmal ins Spiel für mich selbst reinzufinden, weil ich nicht genau weiß, was mich alles erwarten wird. Und der Nexus, der spielt ja auch Dark Souls und der hat hier den Herold genommen. Aber der kennt sich halt super aus mit dem Spielen und hat alle Teile gezockt. Und weiß da sicherlich mehr als ich. Einfacher Dieb und kläglicher Deserteur führt ein Dolch für Angriffe in den Rücken und einen Bogen in Armeeausführung. Ich habe ja in Rollenspielen, die ich alle so gespielt habe, immer nur Diebe und Assassinen gespielt. In allen. So, ich weiß aber nicht, ob das für Dark Souls eine gute Wahl ist, hier mit Dieb oder Assassine anzufangen, wenn man noch nie einen Teil gespielt hat. Assassine, der seine Opfer aus dem Schatten überfällt, bevorzugt tödliche Zauber im Zusammenspiel mit einem spitzen Schwert. Der benutzt Zauber auch noch. Siehst du auch wieder so. Und hier Zauberer und sowas, das ist mir, glaube ich, viel zu kompliziert am Anfang. Pyromant ist, glaube ich, auch so ein Mix aus den beiden. Kleriker zum Heilen und der Bettler, der kann irgendwie gar nichts, ne? Nackt und von unbekannter Herkunft. Ich glaube, mir hat der Söldner hier ganz gut gefallen. Wenn ich schon kein Dieb spielen kann, oder was heißt kann, noch nicht möchte, könnte ich mich vielleicht mit dem Söldner anfreunden, denn der kann 2 Krummsäbel tragen, hat aber trotzdem auch noch ein Schild. So Dual-Wield oder so. Das könnte mir gefallen, hat auch trotzdem noch Geschicklichkeit. Ich werde es mal mit dem Söldner ausprobieren. Wie gesagt, ich kann am Anfang eigentlich nur alles falsch machen, wenn ich hier als Neuling reingehe. Begräbnisgeschenk mit Item, was wir am Anfang dann haben. Okay. Ein Ring mit einem kleinen roten Juwel erhöht die maximale TP, also Trefferpunkte. Göttlicher Segen, warmes gesegnetes Weihwasser stellt TP vollständig wieder her und heilt Leiden. Das kann man, glaube ich, nur einmal einsetzen und dann ist es weg, oder? Das ist so eine Trinkflasche. Vielleicht sollte ich mir da am Anfang ein Item aussuchen, was man länger hat. Reines gesegnetes Weihwasser stellt TP vollständig wieder her. Okay, auch wieder so eine Flasche. Eine Feuerbombe. Bestandteil zur Aufwertung von Feuerwaffen für einen Krieger, eher geeignet als Juwelen. Okay, Feuerwaffe kann ich mir damit herstellen. Ich kenne mich halt überhaupt nicht aus. Herrenlose Seele. Die herrenlose Seele von einem, der neben dir schlief. Benutzen, um viele Seelen zu erhalten. Ist es nicht so, dass man Seelen braucht, um seinen Charakter zu verbessern? War das nicht so? So ein bisschen musste ich mich ja auch informieren, damit ich hier nicht ganz blind ist das dann gut, wenn ich eine herrenlose Seele nehme und damit dann mehr Seelen noch habe? Rostige Goldmünze. Begräbnisgeschenk für Glück. Online-Spielobjekt. Nee, ich habe auf Offline gestellt. Junger Zweig eines weißen Baumes, offenbar ein Zeichen der Freundschaft, gewährt Nutzung eines Imitationszaubers. Ich glaube am Anfang, ich nehme den Ring des Lebens, dann habe ich mehr Trefferpunkte und der Ring, den verbrauche ich, glaube ich, dann auch nicht, ne? Den kann ich anlegen. Ist, glaube ich, für mich als Noob
Bestimmt gut. Jetzt denkt sich ja jeder andere, oh, hättest du mal die Seelen genommen. Nein, nein, ich bleib dabei. Okay, Gesichtsvoreinstellung. Bürger, Krieger des Nordens, Adeliger aus Astora, Schüler der Drachenschule, okay. Ich muss sagen, die Gesichter sehen sehr, sehr merkwürdig aus. Was ist denn das? Lag der zu lange in der Sonne oder was? Reisender aus Serpentin. Der sieht asiatisch aus. Was? Geächteter des Sumpfs? Haben die keine Augen? Warum sind die so klein? Londor Todesschatten. Und Michael Jackson. Nein. Oder was? Okay. Todesschatten ist doch vielleicht ganz nett, oder? So als Söldner. Londor Todesschatten als Söldner. Ein lebloses Gesicht, fast schon das einer Hülle. Londor ist das Reich der Hüllen und Alten. Der Alten? Ja, ich bin ja alt. Ja, passt ja. Ich weiß nicht. Oder ein Adeligen. Die Züge eines wahren, blaublütigen, blaue Augen, helles Haar und ein Hauch der alten Pracht von Astora. Als Söldner ist vielleicht aber auch das hier ganz gut. Intelligentes Gesicht mit feinen Linien wirkt häufig wie das eines Schülers. Ja, genau, ich bin ja neu in Dark Souls, ich muss noch lernen. Also nehme ich das Gesicht eines Schülers. Körperbau, sehr dünn, Alter, stämmig. Stämmiger Oberkörper. Dünne Beine. Finde ich auch doof. Nämlich ganz stämmig. Okay, Aussehen. Jetzt kann ich das hier noch... Das habe ich ja schon... Oh, Stimme, okay. Ich bin ja erwachsen. Also nehme ich die auch. Figur, Muskulatur, Körperbehaarung. Muskulös, ja, ich bin Söldner. Körperbehaarung, klar, dicht. Bin ein richtiger Mann, ein richtiger Kerl. Okay, das lasse ich alles so. Augenfarbe. Nee, das ist Ausgangshautfarbe. Nee. So, bisschen heller. Gesichtsdetails gibt es dann noch. Proportionen. Tätowierung kann ich mir noch machen. Na, schaue ich mir doch mal an. Ach, auf der Stirn hat er das. Okay, dann muss ich nochmal meine Frisur wechseln. Wo kann ich denn die Frisur wechseln? Gesichtsform. Nee. Ah, da. Haar und Bärte. Auf schwarz. Frisur. Man sieht das hier. Das Spiel kommt aus Japan. Da hat man einige Frisuren dabei, die typisch sind für so japanische Spiele. Ich möchte aber gerne lange Haare. Nee, nicht so ein Pony, ey. Sind das hier nicht Frauen? Frisuren? Für Damen? Ja, geil. Guck mal hier. Zwei Zöpfchen. Haha. Oh Mann. Nee. Ich glaube, das hier ist noch ganz okay. Das kann so, das ist multigeschlechtlich. Das können Frauen und Männer tragen. Einfach mal lange Haare. Muss ja auch ein bisschen zum Spiel passen. Wenn ich so ein Söldner bin, muss ich auch so eine Frisur haben. Augenbrauen lasse ich alles so. Bart will ich ja. Nee. Das sieht so ein bisschen fusselig aus irgendwie. Aber eigentlich ganz cool, oder? Das nehme ich. Bartfarbe. Ja, alles auf schwarz. Wimpern. Farbe der Wimpern. Nein, nein, das lasse ich alles. So, Tätowierung wollte ich jetzt noch gucken. So auf der Stirn. Hier so ein Adler oder ein Drache ist. Finde ich nicht so gut. Das ist so... Das hier sieht aber ganz cool aus, weil das so nach beiden Seiten wenigstens symmetrisch aussieht. Tätowierungsfarben. Auf jeden Fall. Tätowierung bearbeiten? Nö, das sieht ganz cool aus. Als Favoriten speichern? Ja, komm, mach mal. Okay. So! Ja, so sieht er aus, wenn er seine Rüstung anhat. Ist doch eigentlich ganz cool mit dieser Kapuze und dann dieser Bart darunter. Gefällt mir. Also, das waren jetzt schon viele, viele Minuten in der Charaktererstellung. Und jetzt gehe ich auf Erstellen. Dann geht's auch hier schon, hoffe ich, rein ins Spiel. Ist ja die erste Folge, dann kann man sich nochmal mit dem Charakter befassen. Immerhin wird man mit denen einige Zeit verbringen. Und in meinem Fall wahrscheinlich länger als andere, weil ich oft sterben werde, glaube ich, als Anfänger. Okay.
Okay. Wie ein Phönix aus der Asche ersteige ich aus meinem Grab. Das habe ich nämlich auch schon mitbekommen. In Dark Souls spielt man doch immer irgendwelche Charaktere, die eigentlich tot sind, ne? Guck mal, ich habe da auf jeden Fall einen zweiten Säbel dabei und das Schild. Okay. Woo! Das nehmen wir einen Schlag. Steuerung erstmal kennenlernen hier. Ich kenne nichts. Was ist das denn? Bodenzeichen? Nachricht lesen. Aha. Kamerasteuerung mit R. Das habe ich schon rausgefunden. Dankeschön. Sind das einfach nur Tutorial-Tipps hier? Die sind so auf dem Boden markiert. Regulärer Angriff R1. Jo. Alles klar. Das verbraucht alles Ausdauer, ne? Ich glaube, die grüne Leiste ist Ausdauer, rot ist Leben und das blaue wird Mana sein. Oder sowas. Wie in Elder Scrolls, oder? Schwerer Angriff R2. Das macht da geil, oder? Der Söldner, zack, zack. Ich glaube, der könnte mir gefallen, der Charakter. Da vorne steht jemand. Sind das alles Feinde? Ja, ne? Ich glaube, Lebende gibt es hier nicht mehr. Ziel fixieren. Okay, also. Okay. Erster Gegner. Aua, hat mich jetzt geschlagen. Okay. Der ist tot. Schritt zurück, Kreis unter L und Dings Rolle. Ach so, ohne Stick. Macht da einfach nur so einen Rückwärtsschritt. Das kostet auch Ausdauer. Okay, alles kostet Ausdauer, auch das Rollen und das Schlagen. Gut, mit Ausdauermanagement kenne ich mich von Elder Scrolls aus. Da musste ich auch immer gucken, dass ich genug Ausdauer habe, um noch anzugreifen und noch wegzurollen. Dass man nicht alles raushaut, indem man ja nur zuschlägt und dann nachher jetzt ne, nicht mehr wegrollen kann. Aber es lädt sich ja extrem schnell auf. Laufen und sprinten. Okay, interessante Steuerung auf jeden Fall. Da muss man. Bis ich die verinnerlicht habe, das dauert, glaube ich, noch ein paar Folgen. Überreste plündern. Seele eines verlassenen Leichnams. Eine. Okay. Sieht nett aus, aber, ne? So atmosphärisch ist es, glaube ich, ganz nett. Ich muss mal echt mal gucken, wie ich mit dem Spiel zurechtkomme. Vielleicht sage ich auch irgendwann nach 20 Parts oder so, ey, das Spiel liegt mir gar nicht, es passt mir nicht, es ist zu schwer ist oder... Weiß ich nicht, ich habe es halt noch nie gespielt. Okay. Wie wild um sich stochert. Hier haben wir noch was am Brunnen. Überreste. Asche Estos Flakon. Estos-Flakon. Ich glaube, das ist Leben. Lebensfläschchen. Das andere, das blaue, weiß ich nicht. Da oben steht auch einer. Was haben wir denn hier noch? Abwehrhaltung mit L1. Das ist Blocken. Okay. Und was haben wir hier, die Nachricht? Hinter einem Gegner kritischer Treffer mit R1. Ah. Kann ich mich da anschleichen? Schleichmodus gibt's ja nicht, ne? Oh, der hat das fallen lassen. Schwindende Seele. Dankeschön. Okay, da ist noch eine Treppe. Da stehen auch noch zwei. Wow! Wer schießt auf mich? Auf mich. Kommt der auch runter? Kann ich auch blocken, oder? Den Schuss. Aber das zieht trotzdem ein bisschen Leben ab. So, was habe ich denn hier noch? Gegenstand benutzen, Viereck. Okay, das will ich aber jetzt nicht drücken, sonst verbrauche ich nachher so eine Flasche. Oh, ich höre was. Boah. Puh, gesehen habe ich ihn nicht, aber ich habe seine Schritte gerade hinter mir gehört. Schnell umdrehen. Okay, was habe ich denn hier noch? L und R1 ist Tritt. Was meint ihr mit L? Den linken Stick? Aber ich hau doch hier nur. Was war das denn für ein Schlag? Das ist ja geil. Das ist ein leichter Angriff nach vorne und den Knopf drücken. Guck mal, sowas sagt er mir nicht, ne? Das muss ich selber rausfinden, oder was?
zack, zack. Das ist halt, weil er mit dem Säbel so agil ist, oder? Normal schlage ich so nach vorne und den macht er gleich noch eine Rückwärtsbewegung. Das ist sehr geil. Kann ich gleich wieder aus der Gefahrenzone wegrollen. Cool. Parieren, Angriff abwehren. Nach dem Parieren kontern. Das Ding. Oh, das ist aber wieder wahrscheinlich mit Timing, ne? Okay, wenn der Gegner angreifen würde, dann konnten und dann gleich den hinterher. Alles klar. Muss ich alles testen. Alles testen. So, da vorne waren auch noch hier Viecher. Genau, da. Da ist noch auch noch ein Weg. Habe ich das schon gelesen? Nee. R. Rechte Waffe beidhändig führen. Rechte Hand Waffenkunst, wenn beidhändig geführt. Ah, jetzt habe ich die zwei in der Hand. Dann macht er jetzt aber andere Angriffe auch. Voll cool. Mit zwei Säbeln. Okay, jetzt soll ich L2 drücken für Waffenkunst. Aha. Nice. Ah, aber guck mal, es verbraucht meinen blauen Balken. Das Waffenkunst verbraucht meinen blauen Balken. Alles klar. Ich kann jetzt aber nicht mehr parieren, ne? Oh, oh, oh. Da hat er mich getroffen. Das war unnötig, der Treffer. Das ist aber cool. Und dann wieder Dreieck drücken, dann habe ich wieder mein Schild. Nice. Was ist denn hier noch für ein Gang? Kehr um. Warum? Ich will doch gucken. Sollte man das berücksichtigen, wenn da steht, kehr um? Oder sollte man einfach drauf scheißen und denken, vielleicht ist da ja hinten was. Was soll ich denn hier nicht sehen? Was haben wir denn da oben? Ein Baum. Okay, durchs tiefes Wasser stapfen dauert lange. Da rechts bewegt sich was. Sollte ich deswegen umdrehen? Oh, oh, oh. Ist das ein Gegner? Da hinten am Grabstein leuchtet noch was. Ah, das ist ein Gegner. Komm, looten wir das. Eine Seele. Ah, eine Frostbeulen. Irgendwas. Schaff ich den? Probieren geht über studieren. Wow. Alter. Knapp. Hab ich schon Schaden gemacht? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Der läuft aber komische Wege. Ich treffe ihn nicht. Oh, er hat mich erwischt. Mit einem Schlag? Dann bin ich schon tot. Das ging ja schnell. Mit einem Schlag. Ich glaube, ich muss immer irgendwie um den rumrollen. Ich weiß, ich habe gar nicht darauf geachtet, ob ich den jetzt Schaden gemacht habe. Ob ich eine Chance gegen den habe. Das kann ich ja sehen an deinen Lebensbalken, ob ich jetzt Schaden gemacht habe oder nicht. Okay, wir sind wieder am Anfang ganz. Da haben ja auch viele gesagt, es ist, man stirbt viel, es ist teilweise frustrierend mit den Checkpoints und so. Hey, ich wollte... Hab doch Kreis gedrückt. Oh, der hat was droppen lassen. Und ich weiß es auch, ich muss eigentlich nochmal da wieder zurück, weil da Seelen, habe ich fallen lassen, ne? Ging jetzt nochmal dieses Schlag nach vorne. So. Kann man eigentlich leveln, indem ich die ganze Zeit töte hier? Oder eher nicht? Die lassen da voll viele Seelen fallen. Weil da oben war auch noch einer, ne? Was ist denn, wenn ich ihn nochmal alle töte? Da ist der. So, teste ich mal das Parieren und so. Wow.
Oder lieber doch nicht. Scheiß auf Parieren. Da braucht man echt Timing für. Ah, das ist der Nahkämpfer. Der Fernkämpfer. Okay, der kommt jetzt. Das geht einfach nicht. Kriegt das nicht hin mit dem Parieren. Jetzt habe ich schon wieder voll viel Leben verloren. Blocken geht aber. Ich will den Typen dann nochmal versuchen. Ich habe erst nicht gesehen, ob ich jetzt viel Schaden an denen gemacht habe oder nicht. Aber ich kann hier durchsprinten. Das geht auch schneller. Ich habe so wenig Leben jetzt. Ich glaube, das ist mein Todesort, ne? Seelen zurückerhalten. Ja, guck mal, das waren über 200. Alter. Alter! Huhu! Hirsch! Wieder abgeht einfach! Huch! Eiskristalle! Alter, der hat aber auch eine komische Reichweite, ne? Ich tue ihn schon Leben abziehen, aber nicht viel. Ich muss immer ganz genau gucken, wie oft ich schlage und wie oft... Sonst möchte ich schon wieder... Weg. Boah. Nein! Wieso macht er dann so eine komische Bewegung? Weg! Wow. Übersicht behalten, ja? Das ist komisch, da will ich wegrollen und der geht mir einfach so komisch hinterher. Der Versuch war doch gar nicht so schlecht. Ja. Ich glaube, ich muss mich halt einfach auch ein bisschen mehr an die Steuerung gewöhnen. Ich glaube, bei denen geht es einfach nur darum, gut auszuweichen und ihnen dann gezielt die Schläge dann zu versetzen. Na gut, das war erstmal jetzt die Einführung in Dark Souls 3 für mich. Ah, guck mal, ich habe aber meine drei Fläschchen der Gesundheit wiederbekommen. Na gut. Also, wenn ihr Lust habt, das Let's Play hier auf meinem Kanal zu verfolgen, so als absoluter Dark Souls-Neuling, dann ja, würde ich mich freuen, wenn ihr in den nächsten Folgen auch einschalten würdet. Und ansonsten sage ich auch schon mal vielen Dank hier fürs Einschalten bei der ersten Folge, bei der Charakterentwicklung und die ersten zwei Tode gegen dieses Frostbeulenvieh. Und ich sage ja, vielen Dank fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge vielleicht von Dark Souls 3 hier als... Anfänger, der oft sterben wird, glaube ich. Ciao, ciao, Leute, haut rein.